Wir haben uns die ganze Woche wirklich sehr intensiv mit Schalke beschäftigt, haben sämtliche Szenarien trainiert und es war uns klar, dass wir schon ein gewisses Risiko eingehen müssen. Aber das haben wir getan. Gegen den Ball 3-4-3, sehr hoch verteidigt, Mann gegen Mann, immer wieder hochgepresst, den Gegner zu langen Bällen gezwungen, zu Fehlern gezwungen, woraus nachher später auch das 1-0 resultiert durch eine hohe Balleroberung von Marvin Bakarlords. In der zweiten Halbzeit hatten wir dann besseren Zugriff, hatten das Gefühl, dass die Tendenz Richtung Schalke 04 geht. Nach der Halbzeit, ja klar, Schalke hat umgestellt, schon kurz vor der Halbzeit. Wir haben auch darauf reagiert, haben dann 4-2-3-1 gespielt, um trotzdem immer noch Gleichzahl im Mittelfeld zu haben. Schalke wurde dominanter, wurde besser. Klar, ist auch eine Top-Mannschaft, aber wir haben uns dagegen gewehrt und nach einer gewissen Anlaufzeit auch wieder unseren Rhythmus gefunden und die Spielkontrolle gewonnen. Und dann daraus, ich glaube, 70. Minute, irgendwann war es dann das 1-0 erzielt. Ja, und danach haben wir mit Mann und Maus verteidigt. Da hätten wir sicherlich hinten raus noch für etwas mehr Entlastung sorgen können, mit etwas mehr Ruhe am Ball, vielleicht auch den einen oder anderen Konter setzen können. Ja, das ist uns nicht gelungen. Aber so richtig klare Torschancen haben wir auch nicht zugelassen. In einem guten Momentum geht Hannover 1-0 in Führung. Das sind Sachen, die aber passieren dürfen, passieren werden. Im Verlauf einer Entwicklung gibt es solche Rückschläge. Daraus werden wir lernen. Daher haben wir heute verdient verloren. Jetzt können wir ein bisschen durchschnaufen. Die Jungs, die für die Nationalmannschaften berufen sind, fahren dorthin, spielen hoffentlich erfolgreich und bleiben verletzungsfrei. Wir haben die Zeit, sicherlich auch Jonathas noch besser zu integrieren. Und können jetzt auch einfach jetzt mal diese Woche genießen. Das ist auch mal ganz wichtig. Die Mannschaft hat viel investiert. Ich glaube, wir sind heute auch knapp 5 Kilometer wieder mehr gelaufen. Letzte Woche in Mainz war es ähnlich. Und das ist auch mal gut durchzuschnaufen. Nichtsdestotrotz sind 2 Spiele gespielt. Ja, ist alles toll. 6 Punkte. Ein Start nach Maß, keine Frage. Aber die Saison ist lang. Und da sollten wir natürlich den Ball flach halten und nicht dann auf einmal Erwartungen hegen, die nicht realitätsnah sind.